Ich begrüße euch zu Brell Spezial. In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch einen Bericht über Tatjana Taff im Magdeburger Boys & Beats. Dabei wünsche ich euch eine gute Unterhaltung. Heute sind wir in Boys & Beats. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was die Location drauf hat. Ich weiß leider auch noch nicht, was uns erwartet, aber seid gespannt. Ich berichte euch nachher, wie es war und wer alles hier war. Also, Brave, das etwas andere Magazin. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Gabriela Castell, hier aus Magdeburg. Und was machst du heute hier? Ja, ich feier, mach Spaß und animiere die Leute. Feiern. Ja, ich schaue mir natürlich die Show von Tatjana Taft an, denn sie ist, glaube ich, das erste Mal wieder seit etwa 4 Jahren wieder bei uns hier in Boys & Beats. Und da freue ich mich natürlich. Und mache noch ein bisschen Fotos. Trinken. Feiern. Party. Feiern, oder? Keine Ahnung. Ich bin von Laute Schmidt jetzt zum Fotos machen. Feiern. Und ich wollte vor allen Dingen mal Tatjana Taft kennenlernen. Na, wegen Tatjana Taft. Und wie oft bist du schon in Boys & Beats gewesen? Ach, ganz, 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 ganz oft. 2-mal im Monat. Du kommst aus Magdeburg, oder? Ja. Mindestens 2-mal im Monat. Ja, ab und zu mal. Wie oft im Monat? Einmal. Also 1-2 Mal, sag ich mal. Kommt drauf an, was los ist. Wir sind so gut wie jede Woche hier im Boys & Beats. Nö. Heute zum ersten Mal. Ah. Wie findest du den Laden? Okay. Okay nur? Ja. Okay. Ja, gut. Ja, sehr gut. Könnte man irgendwie vielleicht was verändern sogar? Also auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein. Also perfekt, wie es ist. Auf jeden Fall. Guck mal, kriegt man so seine Cuba Libre, über den Tresen gereicht und ich bin glücklich. Wie findest du Boys & Beats? Abwechslungsreich. Kommt seit Jahren her, weil es nichts Besseres in Magdeburg gibt, aber es ist immer ganz schön. Vor allem Samstag ist immer schön voll hier. Kann man gut feiern. Das geht, ja. Hast du schon viele Leute hier kennengelernt? Nee. Jetzt hast du mich kennengelernt. Ja, dich ja. Klein, aber gemütlich. Was könnte man vielleicht hier sogar ändern? Vielleicht den Raum ein bisschen größer machen? Ja, größer machen. Und wie ist die Musik hier so? Ganz okay. Gut. Gute Stimmung, gute Leute. Und wo gehst du sonst eigentlich irgendwo hin, wenn du außer Boys & Beats nicht gehen kannst? Überall. Überall und nirgends. Ja gut, bin ich öfters hier. Hammer, ist einfach toll hier. Boys & Beats ist eigentlich der Treffpunkt für Schwule und Lesben von Magdeburg und sind da alte Menschen wie du und ich. Ja, ich arbeite hier. Echt? Was denn? Ja, als Bedienung. Was hältst du über das Thema Verhütung? Ja, ist eine wichtige Sache. Vor allem, wenn es zum One-Night-Stand ist oder sowas, wenn ich weiß, was der Partner wirklich hat. Gibt ja nicht nur AIDS, gibt ja auch andere Krankheiten. Aber in einer Partnerschaft, wenn beide getestet sind, lange genug zusammen sind, kann man es schon vernachlässigen. Wichtig, ist sehr wichtig. Was gibt es denn eigentlich so für Krankheiten? Außer Syphilis, AIDS. Wer gut verhütet, der muss sich über die Krankheiten nicht informieren. Verhütung ist ganz wichtig. Weißt du, was es für Geschlechtskrankheiten gibt? Naja, klar. Welche denn? Mein Gott, so viele. AIDS, Tripper, Syphilis. Ach, was nicht noch alles. Und wie kann man sich da schützen? Kondome. Also ungeschützten Sex gibt es gar nicht. Verhütung ist wichtig. Also ich habe einen Freund und auch wir machen nicht ohne Kondom, weil, sag mal, nach einer Beziehung, wenn man sich dann irgendwas eingefangen haben sollte, ob nun Affäre-Beziehung oder eben richtig eine Beziehung, Liebe ist keine Ausrede für irgendwelche Krankheiten. Also Verhütung von oben bis unten wichtig, finde ich. Was erwartet uns eigentlich heute hier? Ja, auf jeden Fall erwarte ich heute Tatjana Taft, auf jeden Fall. Und natürlich ich, Gabriela Castell. Und wir machen heute extrem viel Party. Und also der Abend wird definitiv heute geil. Spaß. Spaß im Betrunkenwerden. Nein. Kennst du Tatjana Taft? Nein. Tatjana Taft. Hast du sie schon mal gesehen? Mit der habe ich schon ein Foto. Ich habe gehört, du magst Tatjana
ganz dolle. Super dolle. Deshalb bin ich ja hier, Mann. Hast du schon mal Tatjana Taff live gesehen? Ja, schon öfters. Wie findest du sie? Sie ist mein Vorbild. Definitiv, sie ist mein Vorbild vom Schminken her und alles. Und ich mag sie. Würdest du sie mal richtig live, also richtig kennenlernen? Ja, definitiv. Also privat oder so auf Bühne auf jeden Fall sowieso, ja. Hast du heute schon mit ihr geredet? Sowieso, wir haben schon bestimmt eine halbe Stunde geredet hier am Tisch und so. Und total lustig. Sie ist mir total sympathisch sowieso. Also ist eine klasse Frau. Was ist ihr bestes Outfit? Ariel. Das Ariel-Outfit, das ist sowas von obergeil. Also dafür würde ich sterben. Also möchtest du auch gerne mal tragen? Naja, es wäre mir viel zu groß. Ich müsste ja mal vier Nummern kleiner machen. Aber ja, ich würde es tragen wollen. Du hast doch eine Topfigur. Was willst du denn noch? Ich möchte das Outfit haben in meiner Größe. Das kann man ja irgendwann mal organisieren. Ja, irgendwann mal. Aber es muss mal umgeschneidert werden. Ich weiß, dass irgendeine Transe da ist, aber was sie genau macht, weiß ich auch nicht. Okay, dann sage ich einfach nur, lass dich überraschen. Feiere schön. Und wir sehen uns nachher, wenn der Show-Act vorbei ist. Dann frage ich, wie es dir gefallen hat. Gut, okay. Okay, bis denn. Oh, was? Ach, ich richte dich jetzt so mit Kamera hier. Kannst du mal sehen. Ne? Willst du auch mal mit drauf? Guck mal hier. Man weiß ja eigentlich mehr. Ich war in der letzten Zeit öfter in Magdeburg unterwegs, ja. Und auch so ein bisschen, ich sag immer, in der freien Wildbahn unterwegs. So heteromäßig in Einkaufszentren. Hier zum Beispiel im City Carré und sowas. Ja, weißt du, wie es da mir geht? Wenn man so am hellerlichten Tag Heteros, so Halbstarke dann irgendwo trifft, da kommen die alle an und sagen, ah, sieht ja aus wie Lady Gaga. Ja, danke schön. So, ja, findest du cool, ne? Na, ich sag mal, ich bin in dem Alter, da war die noch im Kindergarten, da bin ich schon so rumgelaufen. Und jetzt vergleichen die mich damit. Ja, okay, besser als die da Bohlen sieht es in jedem Fall aus. Ha, das freut mich. So, ha, jetzt müssen wir da alle durch, ne? Ich habe euch ja ein Liedchen mitgebracht. Ja, und für alle, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, ich bin nicht zum Singen geboren. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ich hoffe, ihr macht alle ein bisschen mit. Dann haben wir es schnell hinter uns. Sonst müssen wir es leider so lange singen, bis euch gefällt. Ne? Und das zieht sich dann im Regelfall. Ja, mal du, wo du hier so stehst. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Sag mal, hetero oder lesbisch? Hetero. Also dann hetero. Ja, alle mal einmal bedauern, bitte. Es gibt, ja, heute absolut in der Minderheit hier, aber ist dein Freund mit? Nee. Der hat keinen. Du hast keinen? Nicht mehr. Nicht mehr? Den bist du losgeworden? Ja. Wie denn? Vergrault. Vergrault, ja, mal genau zu diesem Thema habe ich euch nämlich jetzt mein Liedchen mitgebracht. Und zwar habe ich das für einen meiner Ex-Freunde geschrieben. Ja, man soll ja kaum glauben, aber ich habe auch Ex-Freunde. Ich bin ja mittlerweile seit 8 Jahren vergeben, aber vorher gab es auch mal welche, mit denen hat das nicht so funktioniert. Wie gesagt, mein Ex und ich, es hat einfach nicht funktioniert und nicht gepasst, schon vom Sternzeichen nicht. Ich bin Skorpion, er war ein Arschloch. Ja? Ja, als wir frisch zusammen waren, habe ich ihm täglich einen Liebesbrief geschrieben. Was hat der gemacht? Korrigiert, zurückgeschickt. Ja, mittlerweile kann ich ein bisschen besser schreiben. Herr Kapellmeister, bitteschön, könnte losgehen. Ach, macht er das? Mal gucken. Na ja, wir warten auf den Einsatz. Gut, da kommt es. Und so geht er noch ein Stück zur Seite. Kann ich erst noch so ein bisschen Lust wandeln? Ja, das Lied hat ja noch so ein Stückchen Vorspiel. Du hast auf meinem Stuhl gesessen, von meinem Tellerchen gegessen. Du hast in meinem Bett geschlafen. Alles, seitdem wir uns trafen. Als Souvenir hab ich von dir ein riesiges Magengeschwür. Die Welt wär besser ohne dich. Ich frag mich, warum stirbst du nicht? Bitte, bitte spring noch vom Balkon. Egal ob Braunschweig oder in Bonn. Du hast die freie Auswahl, Köln oder Dresden, was ist denn am nächsten? Bitte, bitte, nimm dir einen Strick, in München oder in Osnabrück. Du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon aus Japan oder Ceylon.
Du willst mir in die Töpfe gucken, das heißt mir in die Suppe spucken. Ich krieg schon Pickel im Gesicht, aber das bemerkst du nicht. Den ganzen Tag denk ich daran, wie ich dich bloß loswerden kann. Und ich gestehe feierlich, dieses Lied ist nur für dich. Und heute Nacht singen alle Hetero-Mädels ihren Jungs ins Ohr. Bitte, bitte spring noch vom Balkon, egal ob Braunschweig oder in Bonn. Du hast die freie Auswahl, Köln oder Dresden, was ist denn am nächsten? Bitte, bitte nimm dir einen Strick, in München oder in Osnabrück. Du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon, aus Japan oder Ceylon. Normal bin ich nicht aggressiv, doch du machst mich kreativ. Die Welt ist schön, so glaube mir, doch besser wär sie ohne dich. Bitte, bitte kauf dir einen Föhn, mit dem kannst du dann baden gehen. Es gibt so schöne Bäder, ob Berlin oder Leipzig. Hauptsache, es reimt sich auf Arschloch. Dankeschön, Dankeschön. Und wenn es irgendjemandem von euch auch nochmal so geht wie ihr, dass sie mal da so wen am Hals hat, den sie loswerden will, ja, gebe ich dir einen kleinen Tipp. So abends, wenn ihr mit dem gerade so ins Bett gegangen seid und der so am Eindösen ist, ne, so kurz vorm Schlafen gehen, singt ihm so ein paar Abende hintereinander dieses Lied immer mal wieder vor. Irgendwann wacht er morgens auf, macht Schluss und denkt, war seine Idee. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich komme ja auch gleich nochmal zu euch wieder, aber ihr wisst ja, so bunte Zuchtstuten wie ich eine bin, die brauchen immer ein bisschen länger im Bad oder beim Umdekorieren. Ja, hier nochmal ein Foto von der Seite. Oh. Und deshalb brauche ich jetzt einen kleinen Augenblick und bin sofort wieder für euch da. Und jetzt dürft ihr alle noch zugucken, wie ich probiere, mich durch diese Tuntenfalle da hinten zu pulen. Ja, Tuntenfalle heißt bei uns im Theater sowas, so enge Durchgänge, wo man mit so einem ganzen Ding hier stecken bleibt, ja. Sieht dann nicht sehr elegant aus, aber da guckt er jetzt alle dezent mal weg. Ne? Deshalb macht der DJ ein bisschen schön Musik, dass wieder getanzt werden darf. Bis gleich, Dankeschön. Wie fandest du deinen Auftritt? Ach, es ist immer wieder ein Traum, wenn du mich das fragst. Ja, ich fand es ganz umwerblich. Ich sag natürlich jedes Mal, ich finde mich selber sowas von unglaublich toll. Nein, Quatsch. Ich würde mal sagen, die Leute waren ganz zufrieden und diesmal hat man mich auch verstanden im Vergleich zur Halle. Und von daher war ich da jetzt so ganz zufrieden mit und wie es dann ankommt, das sehen wir dann. Da hören wir uns gleich die Resonanz von den Leuten an, würde ich vermuten. Genau. Ja, ich kenne dich doch schon. Da wirst du gleich wieder durch den ganzen Laden rennen und alle fragen, wie das fand. Genau. Wie findest du es eigentlich, das Bolzen Beats? Ja, ich war ja vor Jahren schon mal hier. Ich habe gerade den ehemaligen Chef getroffen, was ja ganz niedlich ist, dass er heute vorbeikommt. Wir haben auch schon überlegt, wann es das letzte Mal hier war. Das war wohl zur WM 2006. Man darf es ja kaum noch sagen. Ja, da war ich schon das erste Mal hier. Und es hat sich aber auch seitdem nicht jetzt riesig verändert. Aber es ist auf jeden Fall voll gut besucht. Bisschen eng und kuschelig, aber das haben wir ja gerne. Lieber ein Laden zu voll als zu leer, ne? Das wissen wir ja. Von daher gefällt es mir ganz gut. Gerade weil so viele bekannte Gesichter da sind und sich auch die ganze Brigade hier aus Magdeburg alle aufgerüscht haben. Also sämtliche im Fummel sind da, die es hier gibt. Freut mich dann natürlich. Auf wen freust du dich am meisten, der überhaupt hier war heute? Ach, na, auf dich natürlich, Schätzelein. Das weißt du doch. Das ist schön. Mal gucken, wer ja noch alles kommt. Dann machen wir jetzt über ja Katja. Bleib hier hinten. Nein. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesmal so ein wunderschönes Schachbrett zu machen? Habe ich ja nur nicht speziell für heute gemacht. Ne? Wer mich vielleicht schon ein bisschen länger kennt, hat ja das schon mal gesehen vom CSD irgendwann, vor ein paar Jahren. Ich sage jetzt nicht wie lange, ne? Da schließt man nur aufs Alter. Oh, draußen fahren die Rocker vor.
ganz super. Hört man das? Halt mal das Mikro raus. Alles. Attacke. Das war so mal einfach die Idee, so sämtliche Tiere und Pflanzen und sowas wurden schon mal gemacht als Outfits und ich habe einfach nach gegenständlichen Mottos gesucht und da kam mir irgendwann ein Schachbrett in den Sinn, weil es einfach der Wiedererkennungswert unbezahlbar ist. Man erkennt es auf 2 Kilometer, dass ein Schachbrett sein soll und das finde ich immer wichtig, dass man gleich das Motto versteht. Bei deinem Lied, würdest du uns vielleicht auch den Namen deines Ex-Freunds vielleicht auch mal sagen? Och nö. Der weiß schon, wer angesprochen ist. Sie können ruhig reinkommen, Sie können mit uns flirten. Jetzt kommen Sie mal bitte mit rein. Jetzt ist der Chef abgehauen, ist ein Weichei. Was sind das überhaupt für Fotos? Wieso hast du es überhaupt damit eingebaut? Ja, wieso und warum? Ja, das darfst du bei mir grundsätzlich nicht fragen. So, warum haben Sie so komische Sachen auf dem Kopf? So, ja, weil es schön aussieht. Es ist einfach Deko. Es ist so meine Kreativität und ob man es jetzt schön findet, das bleibt jedem selbst überlassen. Das war einfach nur mal die Idee. Auf jeden Fall kenne ich sonst keinen, der einen Bildschirm auf den Titten hat. Von daher war es mal was Neues und Innovatives und das braucht die Szene. Finde ich wichtig, dass man da so seine eigenen Ideen umsetzt und das sind einfach mal Fotos so aus meinem Leben gegriffen. Veranstaltungen, wo ich so war mit Freunden, mit Promis, mit Bekannten. Was ist dein schönstes Bild hier drauf und wo du sagst, das würde ich nie wieder verlieren? Habe ich alle doppelt und dreifach gesichert auf Festplatte, auf CD, auf Stick. Verlieren tue ich die garantiert nicht, aber wüsste ich jetzt spontan gerade nicht, was da so ist. Da sind einige Promis, die man nicht so oft trifft, von daher bin ich da schon stolz, dass man da mal Fotos mit gemacht hat. Zum Beispiel mit LaToya Jackson habe ich ein Foto gemacht und die Chance hat man nicht oft, weil die einfach nicht oft in Deutschland ist. Das heißt, wir müssen mehr ins Ausland, ne? Ich sag's ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade drauf ist, kann aber sein. Das ist natürlich so ein Foto, das wäre schade, wenn man es verliert, aber kommt im Regelfall nicht vor. Was ist dein größter Traum? Was ist mein größter Traum? Jetzt spontan, heute jetzt oder generell? Für immer. Gar nicht. Also mein größter Traum ist eigentlich immer, dass ich möglichst lange diesen Job machen kann, weil ich den wirklich liebe und ich hoffe immer, dass mir die Chance gegeben wird, das noch über Jahre machen zu können. Sei es aus gesundheitlichen Gründen, wo ich einige Kolleginnen kenne, die irgendwann nicht mehr arbeiten können, sei es aus finanziellen Gründen, weil es einfach irgendwann nicht mehr tragbar ist, weil es natürlich alles eine Menge kostet. Gibt immer viele Gründe, woran sowas scheitern könnte, aber ich bin im Augenblick ganz zufrieden und hoffe, dass ich das noch Jahre machen kann. Versteigerst du auch deine Klamotten? Wolltest du was ersteigern? Ja. Nee, also ich habe schon einige Anmeldungen für Hüte. im Augenblick nicht. Vielleicht ist man irgendwann in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten, wenn man mal wirklich die Wohnung komplett voll hat, so, dass man sich von einigen Stücken trennen muss. Aber da hängt an sämtlichen Modellen so viel Erinnerung, so viel Arbeit und die gibt man nicht her. Nee. Also ich auf jeden Fall nicht. Im Augenblick noch nicht. Vielleicht ist man mal irgendwann so weit, dass man seinen Fundus irgendwo ein bisschen reduzieren muss. Wie viel Kostüm hast du schon? Ach so, so 20, 30, sag ich mal, in der Größenordnung wie das jetzt hier. Und das zehrt natürlich am Platz. Oh, das kenne ich bei mir auch. Ständig was dazu. Jetzt ist auch gerade wieder was in Arbeit für die aktuelle CSD-Saison, die uns ja nun in 2 Monaten blüht. Und ja, lasst euch überraschen. Gut, dann zieh dich erstmal ganz schnell um und wir sehen uns gleich draußen und wir machen jetzt Platz da draußen. Wie lange machst du es eigentlich jetzt schon? Also ich bin jetzt hier 6 Jahre involviert und seit 2 Jahren bin ich hier der Inhaber und ja. Habt ihr irgendwie eine ganz große Show demnächst? Wir haben noch einige Shows geplant, möchten noch nichts weiter zu sagen, weil wir noch im Konzept bearbeiten sind, aber wird. Werden hier irgendwann mal Umbauten erlegt oder so? Haben wir jetzt schon gemacht, wir haben vor einem halben Jahr die Raucherlounge gebaut. Haben jetzt vor 2 Wochen die ganzen Toiletten neu saniert und sind eben zukunftsorientiert, eben alles ein bisschen neu zu machen und den Gästen eben einfach mehr zu bieten. Und was Neues. Was ist dein größter Traum für diesen Laden? Den Laden. Ich lebe und liebe das, was ich hier mache. Und das merken auch die Gäste und das ist meine Erfüllung. Wie fandest du den Auftritt von Tatjana? Total genial. Ich habe mir alles aufgenommen auf der Digitalkamera. Total genial. Wie findest du Tatjana Taff? Die ist Hammer, die Frau. Ich bin ja eigentlich krank geschrieben, aber ich bin nur wegen ihr hier. Oh, geht's mir genauso. So heute den Auftritt. Also erstmal das Lied habe ich geliebt, es war genial. Und sie ist eine sehr schillernde Persönlichkeit, könnte man sagen eigentlich. Das wäre, glaube ich, die beste Beschreibung. Würdest du sie auch gerne mal privat kennenlernen? Ja, auf freundschaftlicher Ebene ja.
Okay. Man sieht es im Fernsehen auf RTL 2, der Wahnsinn, dass hier heute ist. Voll geil. Würdest du es mal gerne privat auch kennenlernen? Na klar, mal quatschen nur so, passt schon. Wie fandest du das Outfit? Hammer! Hallo, ich hätte gerne getauscht. Brauchst du doch gar nicht mit deiner Figur. Guckt einfach mal runter. Hast du heute schon Tatjana Tapp gesehen? Ja. Wie findest du die Frau? Sexy. Was? Wie findest du das Kostüm so generell? Schick. Weißt du schon, was als nächstes erwartet? Was erwartet uns als nächstes? Was weiß ich, eine Torte oder was weiß ich? Immer noch wie immer extrem geil. Was denkst du? Wie wirkt das letzte Kostüm? Toll, also ich fand's fast schöner als das erste. Fast. Wie, was denkst du auch, würde es mehr auf eine Bühne passen oder wo wirklich wie hier jetzt gerade ein bisschen enger alles war, dass es so ungreifbar ist? Wie denkst du? Also es ist egal, wo die Frau hingeht, das würde so oder so passen, Anja, weil sie einfach eine enorme Ausstrahlung hat. Diese Ausstrahlung extrem fesselnd ist und, keine Ahnung, einfach genial. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mitbekommen. An was lag es? Ha? An was gab es? Ja, weiß auch nicht, der Ton war nicht besonders gut hier. Du musst dich mal vielleicht vorne hinstellen. Ja, das sollte ich mal machen, da hast du recht. Der nächste Auftritt ist ja gleich. Ja, das ist gut zu wissen. Da stehe ich ganz vorne. Dann stehst du neben mir. Klar. Oh, wie fandest du deinen Auftritt? Ja, wie fand ich meinen Auftritt? Es ist, sagen wir so, gewöhnungsbedürftig. Ich weiß ja, wie die Nummer auf einer Bühne funktioniert. Da geht der Vorhang auf, man taucht aus einer Nebelschwade auf und existiert dafür einen Augenblick und dann geht der Vorhang zu. Jetzt ist man natürlich sehr nah im Publikum, also ist für mich auch mal eine völlig neue Erfahrung, dass man sich praktisch beim Umdrehen darauf aufpassen muss, dass man nicht wem irgendwie aus Versehen in die Fresse haut. Es ist mal eine völlig neue Erfahrung, ich sag mal, man lernt auf jeden Fall weiter. Ich denke, ich war gut in meinem Lied. Also ich war an sich zufrieden, wie die Leute das dann jetzt sehen und empfinden, ist natürlich eine andere Frage. Das würde mich jetzt mal interessieren, die Frage musst du gleich mal den Gästen stellen, wie dann so eine Nummer wirkt. Ich bin immer der Meinung, sowas ist eine Nummer, die wirkt besser, wenn sie in Anführungsstrichen unnahbarer ist. Wenn es so ein kunstvolles Geschöpf ist, das einfach auf einer Bühne irgendwo mit einem gewissen Abstand erscheint, ist glaube ich, die Wirkung insgesamt besser, als wenn man das so, ja, so nahbarer direkt neben einem, so einen halben Meter vor einem hat. Aber da fragst du gleich mal nach, wie das so ankommt. Das werde ich gleich machen, also sage ich auf dem Weg. Dir noch einen schönen Abend, feiere noch schön und ich glaube, du wirst hier bestimmt noch rumlaufen. Ich komme gleich wieder raus zu euch und dann, ne, dann haben wir noch ein bisschen Zeit miteinander. Ich will jetzt wissen, wie du den Abend fandest. Der ist ja noch nicht vorbei, aber ihr geht ja immer so früh. Ja, aber wir fahren das leider hin müssen noch. Ja, aber wir fahren ja auch noch. Ich weiß. Ja. Nein, wir machen uns das hier noch nett. Also ich muss noch mit ein paar Leuten sprechen. Ich habe ein paar Bekannte gesehen, mit denen ich jetzt gerade noch nicht gerechnet hatte, aber die haben sich auch aus Braunschweig noch her bewegt und da wollte ich jetzt nochmal Hallo sagen. Von daher bin ich hier noch ein bisschen unterwegs. Es kommen auch welche aus Braunschweig, die habe ich auch hinten schon interviewt. Wir würden da gerne mal... Ich komm gleich zu dir rum, ja? Wir haben auch gerade welche getroffen aus Braunschweig. Ja. Die finde ich ja dermaßen geil. Das ist ja süß, dass sie auch vorbeikommen, ja. Ja, vor allem das Geilste ist, das letzte Kostüm, was du anhattest, deine Herzkönigin. Ja. Es ist egal, ob du auf der Bühne stehst oder nicht auf der Bühne. Was du hingelegt hast, was die anderen schon gesagt haben, ist einfach nur der Wahnsinn. Na, das freut mich, wenn es den Leuten gefallen hat. Das ist die Hauptsache, ne? Deswegen, also sage ich nur, ich kann nur wieder sagen, Fortsetzung folgt. Ach Gott, ja. Und das nächste Mal so in ein bisschen privaterem Rahmen, ne? Genau, da geht's von frühmorgens, wie du aufstehst, bis du ins Bett gehst. Ja, aber so gehe ich nicht ins Bett. Das überlassen wir dann wem anders. Okay. Brick Bros, aber eine andere Generation. So, ne? Dann tschüss. Wir gehen mal woanders noch hin.
Das war's auch schon wieder mit Braille Spezial für heute aus den Magdeburger Boys & Beats. Wenn ihr auch gerne mitmachen wollt, egal ob vor oder hinter der Kamera, dann bewerbt euch mit einem Foto von euch an kontakt@braille-magazin.de. Ich verabschiede mich von euch bis zur nächsten Braille Spezialausgabe. I'm